Jetzt haben wir aber genug Zeit verbracht hier in den stickigen Gewölben, in den Kasernen, unterhalb von Grauschanzer. Raus wollen wir, raus ins Tageslicht und uns diese wunderbare große Stadt mit all ihrer Pracht einmal anschauen. Was erwartet uns dort? Welche neuen Schauplätze, welche neuen Gestalten, welche Abenteuer? Mal schauen. Keine Stadt in Iskander erweckt derart viel Ehrfurcht, wie es Graufurt und ihre Schanze, der Wohnsitz der Krone, tun. Sie wurde auf hibernischen Ruinen errichtet, welche einst den Königsberg krönten. Ihre Mauern und Bergfriede sind dazu geschaffen, jeder Armee, ja, jedem Feind zu widerstehen. Sei es eine riesige Orkhorde oder gar ein ganzer Schwarm Drachen. An jenem Ort fand der Magierkrieg ein Ende, nachdem ein unbekannter Rebell die Krone vor dem bevorstehenden Angriff eures Vaters gewarnt hatte. Der daraufhin entbrannten Schlacht erinnert ihr euch nur allzu gut. Viele Soldaten wurden für ihre Tapferkeit geehrt. Doch ließe euch selbst ein Berg an Orden niemals das Wehklagen der Witwen am Fuße der Bestattungsfeier vergessen. Erinnert euch, unser Vater, der Vater von Daniel Tahare, das ist der berühmt-berüchtigte Magier- und Rebellenanführer. Vor 8 Jahren ist Daniel Tahare als Verräter vom eigenen Vater gebrandmarkt und zum Tode verurteilt, gerettet worden von den Truppen, von den Helden der Wolfsgarde des Königs. Jetzt hat er eine gute Ausbildung genossen, ist zum Korporal aufgestiegen, wird zum Marschall gerufen. Für welchen Zweck? Endlich frische Luft. Kommt, Aha, auf zum Grauen Turm. Was für eine prachtvolle Stadt. Wie wunderbar, echt ein erhabener Anblick. Wasserfälle mitten in der Stadt, sind das Möwen, die dort fliegen? Hier sind wir gerade rausgekommen. Ich gehe mal ein bisschen weiter raus. Die Stadt scheint wie in den Fels gehauen zu sein, turmt sich hoch, fast bis zu den Wolken, mit vielen unterschiedlichen Höhenstufen, Wächter, die auf den Mauern und den Zinnen hin und her laufen, auf den Türmen paradieren. Vieles noch versteckt, sehen wir noch gar nicht. Weit hier runter geht es bis ins Tal, wenn die Feinde hier heraufkommen wollen, da müssen sie verdammt hochkraxeln können. Oder fliegen. Von Drachen war eben die Rede. Mal gucken, ob wir im Laufe unserer Abenteuer noch welchen begegnen werden. Es sind tatsächlich, das hatte ich nicht nur bildlich gemeint, es sind tatsächlich Wolken, in denen wir uns gleich bewegen werden. Oder sind es die Wolken, die Gischt, die von diesen riesigen Wasserfällen in die Luft gewirbelt werden? Die Bürger hier in Graufurt oder in der Grauschanze, wir wollen mal rüberlaufen mit unseren Leuten. Und Daniel Tahare und sein Begleiter und Freund Bertrand finden hier gleich an Ort und Stelle etwas hier, an diesem Stand des Händlers. Ist das, bestehlen wir den, beklauen wir den, wenn wir in diesem Sack mal rumschauen? Ich glaube, das ist ein Müllsack, den hat er raus, da einfach für die Tür gelegt. Er sollte abgehoben geholt werden, das rede ich mir zumindest ein. Andererseits, er ist gerade abgelenkt, redet zu den Bürgern, preist seine Waren, da kann er vielleicht gar nicht mitschauen, ob er in seinem Müllsack oder in was auch immer nach wertvoller Beute stöbert. Und wir entdecken einen orkischen Dolch, ob wir den brauchen, tendenziell nicht, den könnten wir aber mal verkaufen. Und auf der anderen Seite noch weitere Händler. Hier sind aber keine Schätze zu entdecken. Wir laufen hier raus. Halten, werfen mal einen Blick in die Runde, würde ich vorschlagen. So sieht von weit oben von dem Turm aus der Blick hinab in den Abgrund und auf den Wasserfall aus. Laufen dann wieder weiter mit unseren Leuten. Ein Kreuz. Ein christliches Symbol. Noch ein Wächter auf dem Turm, jetzt hätte ich fast die Treppe hier verpasst. Oh, schaut mal da unten. Auch da schimmert es. Da können wir uns Beute holen. Wollen wir unbedingt mal runterlaufen. Mal schauen, ob wir nicht eine Treppe netter Anblick, was? Hinunterfinden. Ich kriege jedes Mal wieder Gänsehaut.
Kaum vorstellbar, dass diese Festung irgendwann mal jemand tatsächlich gebaut hat. Kannst du laut sagen. Da haben die beiden recht, wirklich ein erhabener Anblick. Und das ist anscheinend der Weg hier hinab. Ist es ein Bettler, der dort? Dem würde ich ja gerne etwas geben. Ein paar Münzen zustecken, es geht aber nicht. Wir laufen runter. Kommt man hier rein? Nein, das ist tatsächlich nur, hier ist gleich die Mauer. Aber hier sind ja die Schätze, hier wollen wir uns mal hinbewegen. Was waren das für Geräusche? Habt ihr das auch gehört? So ein seltsames Scharren. Und ein Kurzbogen, allerdings kein sonderlich guter, den nehmen wir trotzdem raus. Oh nein! Sofort Monster. Spinnen, riesige Spinnen. Was steht uns zur Verfügung? Todesauge bei voller Gesundheit gut und ein aufspießender Schuss. Damit könnten wir einen Feind betäuben. Dann, der Feind hier ist... Genau, wir fangen erstmal mit der Betäubung an. Das machen wir hier vorne mit dem aufspießenden Schuss. Und dann wollen wir... Oh, es ist schon, ist die Fokusenergie alle. Na, das ist ja glorreich. Dann schnappen wir uns unsere Helden, greifen den als nächsten an. Angriff! Unser Bogenschütze ein Stück weiter weg. Da lohnt sich die Betäubung schon gar nicht mehr. Das hat ja funktioniert. Haben wir alles mitgenommen, was es mitzunehmen gilt, ja? Wollen wir uns doch gleich heilen. Okay. Mal Ausschau halten, was es hier eventuell noch hier unten gibt. Noch mehr Beute, die wir auflesen könnten. In Ordnung. Ich denke nicht. Können wir hier raus? Können wir hier durchkrabbeln? Weiter aber nicht, ne? Nein, weiter nicht. Und das war's auch schon. Ja. Hier links eine Promenade, wo die Leute miteinander reden. Irgendwo hier soll ja auch ein Prozess sein. Oder eine Hinrichtung. Möge das Licht sich eure erbarmen. Das war's. Keine Magie mehr für dich, Schänderin. Oh Gott, was ist mit der passiert? Geköpft worden ist sie, glaube ich, nicht. Sondern hat man die geblendet? Oder ihr den Kopf verbrannt? Auf jeden Fall irgendwelche magische Energie ist da anscheinend gegen eine Magierin verwendet worden, weil sie eine Magierin ist. Zur Erinnerung, bitte nicht euch Sorgen machen, dass das Spiel ja teilweise noch englische Textfragmente hat. Ich spiele ja immer noch die Presse-Review-Version vor dem Release. Zum Release soll das Spiel komplett dann auch auf Deutsch sein. Und dieser Orden hier, der Orden der Reinheit, ist anscheinend auch ein Orden der Henker. Was ist das? Wer wurde da umgebracht? Wer war sie? Keine Ahnung. Aber ich habe gehört, dass die Armee kürzlich ein Rebellennest nahe Windwall ausgeräuchert hat. Vielleicht hat sie dazugehört. Bei allem, was man über deinen Vater sagen kann, er hatte auf jeden Fall seine Anhängerschaft. Und sie sind wie Unkraut. Wann immer man denkt, sie alle erwischt zu haben, sprießt es wieder auf einen neuen Beet und verdirbt die Saat. Sein Vater, genau. Der berühmt-berüchtigte Magier. Ich kann immer noch nicht so recht glauben, dass der Lordmarschall der Reinheit erlaubt, ihre Hinrichtungen hier in Grauschanze abzuhalten. Waren sie vor ein paar Monaten nicht noch im Untergrund? Waren sie. Scheint, als hätten die Zeiten sich geändert. Was ist das für eine Sekte oder ein Kult? Kürzlich noch im Untergrund hat die anscheinend hier eine große Nähe zum Königsthron bekommen. Ihre Taten, auch als Gericht hier, als Schreckensgericht, werden zumindest geduldet, wenn nicht gar gefördert. Ist das wirklich zum Frommen und Nutzen der Krone und des Guten? Mir war nicht bewusst, dass die eiserne Maske sofort tötet. Naja, tut sie auch nicht immer. So wie ich das verstanden habe, gibt es zwei Möglichkeiten.
Entweder sie beraubt dich deiner Fähigkeit, Magie zu wirken und frisst dann langsam Stück für Stück deinen Verstand, oder aber sie löst im Moment des Aufsetzens eine Hirnblutung aus. Scheint, als sei bei der Frau Letzteres eingetreten. Na, das ist diese Magie, die wir eben gesehen haben, eine eiserne Maske, die aufgesetzt wurde. Furchtbar. Ganz, ganz furchtbar. Weiter geht's. Gehen wir weiter. Ich will mir das nicht länger ansehen als nötig. Sicher. Aber mit dem Henker können wir ein Schwätzchen halten. Wollen wir das? Ich bin schon neugierig. Ich bin schon neugierig, was er zu sagen hat. Ob der wie er seine Taten begründet und was sich hinter diesem Kult eigentlich verbirgt. Welche Ideologie? Ja, wer seid ihr? Nur zwei Soldaten. Wir haben die Maskierung gesehen. Beeindruckende Arbeit, wirklich. Und was wollt ihr? Könnt ihr mir mehr über die Reinheit des Lichts erzählen? Über euren Glauben? Seid ihr ein Suchender? Ich gebe mal die Antwort, mit der ich mutmaßlich die meisten Hinweise bekomme. Vielleicht? Interessant. Nun, wenn ich einfach zu erzählen beginne, stehen wir heute Abend noch hier. Am besten ihr fragt einfach und ich werde antworten. Was für ein, wenn man der Stimme glauben möchte, was für ein eingebildeter Lackaffe. Diese Frau, was hat sie getan? Sie? Ach, nur eine Rebellin, eine Anhängerin Isamu Tahars. Die Armee hat ihr Lager vor ein paar Tagen ausgelöscht. Sie hat eine Bestie herbeigerufen, die 13 Soldaten in Stücke gerissen hat, bevor man sie schließlich überwältigen konnte. Danken wir Aonir, dass die Maske ihr endlich ein Ende gesetzt hat. Puh, Magie ist wirklich anscheinend verdammt mächtig. Potenziell, wie gut, dass wir unseren Daniel Tahar, dass er dem auch das Potenzial gegeben haben für einige magische Tricks. Aber könnte das nicht schwierig werden? Was ist euer Problem mit Magiern? Wir haben kein Problem mit Magiern. Wir haben eines mit Schändern. Wo liegt der Unterschied? Ganz einfach. Ein Magier ist jemand, der die Gabe besitzt, auf die Macht zuzugreifen, die der Allvater verwendet hat, um das Universum zu schaffen. Es ist eine große Bürde und wir sind uns sehr wohl dessen bewusst, wie sehr manche Magier darunter zu leiden haben. Allerdings ist der Besitz der Fähigkeit allein noch keine Sünde, sondern ihre Benutzung. Kein Mensch sollte in der Lage sein, Dinge zu tun, die für Götter bestimmt sind, ungeachtet seines Standes oder seiner Ideale. Denn damit stellt er sich wissentlich auf eine Ebene mit dem Allvater, mit dem Schöpfer, dem Alles Liebenden, dem Allwissenden, Aonir. Aber leider ist es genau das, was Schänder tun. Ihnen fehlt diese Erkenntnis, diese Demut. Und sie missbrauchen ihren Zugang zur Macht für ihre eigenen Bedürfnisse. Isamu Tahar ist das beste Beispiel dafür. Er hat der Welt gezeigt, welche Gefahr von unkontrollierter Magie ausgeht. Was für eine schöne Erklärung für Magie. Ein Teil der göttlichen Macht oder ein Teil der Macht, die Götter benutzen, um Dinge zu erschaffen, um Welten zu erschaffen, um Wunder zu wirken. Und in seinen Augen, in den Augen des Kultes der Reinheit und seiner Vertreter, ist es einfach gotteslästerlich, sich der gleichen Macht zu bedienen, die auch die Götter nutzen. Was ist mit den Kampfmagiern? Es gibt doch auch Magier in der königlichen Armee. Das stimmt, aber sie sind ein notwendiges Übel. Noch gibt es zu viele böswillige Schänder da draußen, als dass man ihnen ohne Magie beikommen könnte. Das ist die Aufgabe der königlichen Kampfmagier, aber auf lange Sicht hin werden auch sie ihr Wirken einstellen müssen. Aber kann man Magie denn nicht auch für etwas Gutes einsetzen? Es geht hier nicht um Gut und Böse, Soldat. Es geht um Demut. Wie bereits erwähnt, ist der Mensch schlichtweg nicht dafür geschaffen, Magie zu verwenden. Und die konsequente Missachtung dessen hat die Welt zu dem gewalttätigen, verdorbenen Ort gemacht, der sie nun ist. Also ja, Magie kann ebenso heilen, wie sie töten kann, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass wir sie nicht verwenden dürfen. Wir sind keine Götter, wir sind Menschen.
Und erst wenn jede Seele Eos sich ihrer Stellung wieder bewusst wird, wird Aonir wiederkehren. Woran genau glaubt ihr? Man hat mir erzählt, dass sich die Reinheit des Lichts von den Wächtern abgewandt hat. Ist das wahr? Abgewandt? Nein. Die Wächter ebenso wie die Renegaten sind Aonirs Schöpfung und genauso wahrhaftig wie er. Aber sie haben uns verlassen. Was meint ihr mit verlassen? Nun, die Wächter waren von Anfang an nur als eine Zwischenlösung gedacht, geschaffen vom Allvater, um sich um unsere Welt zu kümmern, solange die Menschheit verdorben ist. Doch jetzt, wo er wiederkehren möchte, sind die Wächter in ihren Schlummer gefallen, so wie es vorher bestimmt war. Aonir möchte wiederkehren? Ja, Aonir wird wiederkehren in unsere Welt. Vor 12 Monaten wurde dem Boten des Lichts eine Vision zuteil, in welcher der Allvater höchst selbst zu ihm gesprochen hat. Er sagte, nach all dem Leid, das wir, seine Schöpfung, auszuhalten hatten, sei es nun an der Zeit, uns erneut in Frieden zu bringen. Er wird sich uns offenbaren und aus dieser Welt wieder eine Welt der Freiheit, des Friedens und der Gleichheit machen. Keine Kriege, keine Gier, kein Hunger, keine Könige und keine Königinnen, keine Bettler. Nur Kinder des Lichts, die wir einst alle gewesen sind. Eine Welt der Gleichheit, das klingt fromm und gut. Aber andererseits, wenn der Allvater Aonir Yes in Kürze wiederkehren würde auf diese Welt, birgt das dann nicht auch die Gefahr von Kriegen, von Gewalt? Denn es wird sicher die bestehende Ordnung durcheinanderwirbeln und nicht alles wird das gefallen. Vorausgesetzt, dieser Bote des Lichtes, anscheinend der Anführer des Kultes der Reinheit, ist kein Schwätzer und keiner, der nur vorgibt, Kontakt zu haben, ein Sendbote zu sein des Allvaters. Und wie genau soll das funktionieren? Die Welt gleich machen? Es gibt Gründe, dass unsere Welt so ist, wie sie ist. Kind, wir sprechen hier von einem Gott. Nicht von einem Wächter, sondern von einem wahren Gott. Von dem einzigen Gott, von dem Schöpfer. Sein Wirken mit unserem menschlichen Verstand zu verstehen, ist weder unsere Aufgabe, noch ist es uns möglich. Und wo bleibt er? Warum ist er nicht schon wiedergekehrt? Nun, Kind, das ist der Grund für unsere Existenz. Aonir hat dem Boten nämlich weitaus mehr verkündet. Er wird erst dann wiederkehren, wenn die Menschheit rein ist, geläutert. Rein? Ja. Frei von falschem Glauben, frei von den dunklen Rassen, frei von Schändern. Und genau das ist unsere Mission. Sobald wir die Welt geläutert haben, wird der Bote das Tor öffnen und Aonir zurück in unsere Welt schreiten. Oh Gott, was? Was für eine furchtbare Botschaft! Er verheißt ewige Gleichheit, ewigen Wohlstand, ewige Glückseligkeit. Allerdings für den Preis, dass man vorher ihm und seinen Gesinnungsgenossen die Macht in die Hand geben soll und die Freiheit, ungehindert zu morden, all jene zu töten, die in seinen, die in ihren Augen unrein sind. Wer daran glaubt, wer ihm diese Macht gibt, der weiß nur eines sicher, dass die Option, dass die Möglichkeit, dass Aonir kommt, dass die vage ist. Und dass das Einzige, was nicht vage ist, der Weg davor ist, den man beschreiten muss, nämlich der Weg quer durch ein Blutbad. Interessant. So kann man es nennen. Habt ihr so etwas wie einen Anführer? Eure Bewegung ist doch in Graufurt entstanden, richtig? Bewegung? Ich denke, ihr habt nicht ganz verstanden, wer wir sind, Soldat. Aber etwas sagt mir, dass sich das schon bald ändern wird. Und um auf eure erste Frage einzugehen, ja, das tun wir. Der Bote des Lichts oder Ronda Lakaien, wie sein weltlicher Name lautet. Er befindet sich derzeit außerhalb der Stadt, doch er wird in 1 bis 2 Tagen nach Graufurt zurückkehren, falls ihr seinen Predigten beiwohnen wollt. Oh, das würde ich in der Tat sehr gerne. Der Bote des Lichtes, Rondar Lakaien. Ah, danke für eure Hilfe. Ich muss jetzt weiter. Selbstverständlich, Soldat. Möge Aonirs Licht euch leiten. Oh je, aber wir können immer noch mit ihm reden. Nichts. Mehr Informationen hat er aber nicht für uns. Na dann, möge Aonirs Licht euch leiten. Sehr gerne. Ja.
Was für Kreaturen. Kann man nicht anders nennen. Das sind anscheinend Bestien in Menschengestalt. Mal schauen, wo wir hin müssen. Es geht Richtung Norden noch hier in Graufurt. Wir müssen uns ja bei dem Lord Marshall noch melden. Eine Quest haben wir mittlerweile erfüllt. Diese noch nicht hier. Wir sollen noch der Gerichtsverhandlung beiwohnen. Hier oben, das ist die Gerichtsverhandlung. Daneben. Daneben führt uns unser Weg gleich. Verstanden. Zum Lord Marshall. Vorher laufen wir aber hier noch ein bisschen entlang. Oh, da unten ist auch noch etwas, was wir uns holen können. Vorher schauen wir mal, wie weit wir hier laufen können. Ach, das führt uns doch weiter weg. Dann laufen wir erstmal hier runter. Der führt uns ja auch eine Treppe hinab. An diesem plätschernden Springbrunnen vorbei. Quer auf die andere Seite. An den Bürgern, die ein Schwätzchen halten, vorbei. Waren die in der Ecke liegen? Und was könnte sich in dieser Truhe verbergen? Schauen wir uns das mal an. Oh, ein guter Helm, ein Legionärshelm und ein schwarzer Trank, mit dem wir uns vor Magie schützen können. Hilft gegen alle schwarzmagischen Zaubersprüche. Wenn wir mal gegen einen Dunkelmagier antreten müssen, dann ist das eine feine Geschichte. Und vorher schauen wir mal, einer unserer Leute hat einen Helm, der andere hat noch keinen. Welcher Helm ist der bessere? Der unser Nahkämpfer hat schon den besten, Daniel Taharhoek selbst. Noch ist der Nahkämpfer, das werden wir sicher demnächst noch ändern. Und Bertrand, dem geben wir den Legionärshelm. Aber was ich mich auch frage, das ist, ob es tatsächlich so ist. Oder ob wir mittlerweile einen Bogen haben, der vielleicht doch besser ist als unsere Waffen hier. Aber ihr seht es ja selbst, dass der Fall ist es nicht. Das seht ihr an den Werten. Wir haben nur gewöhnliche Waffen, mit denen wir ausgestattet sind. Müssen wir mal Unschau halten. Vielleicht finden wir noch eine ungewöhnliche oder eine seltene oder gar eine epische. Das wäre in der Tat episch. Oh, hier können wir wieder rauflaufen auf die andere Seite. Schauen vorher mal auf der anderen Seite noch. Hier womöglich etwas finden oder entdecken, was einen Blick hinein oder darauf wert ist. Wir laufen hier die Treppe rauf. Hier oben hin, hier rechts wieder dieser Abgrund. Hier kommen wir leider nicht rein in das Tor. Hier vorne entlang, stellt euch mal vor, ihr werdet wirklich hier unterwegs. Nicht nur mit diesen Figuren in einer 3D-Welt, sondern stellt euch vor, das wäre hier ein Ort, den wir selbst erkunden könnten, vielleicht sogar aus der Ego-Perspektive oder im Real Life. Wäre das nicht erhaben? Kommt man da oben hin? Das wäre doch wirklich was, oder? Das sind so Orte, die man potenziell im Urlaub besucht, wo man staunend davor steht und versucht, einen Blick in solche Tiefen mit seinem Fotoapparat oder seinem Smartphone sich selber ins Gedächtnis zu brennen. Wir laufen noch mal ein Stück hier ganz nach vorne. Alles klar. Werfen noch einmal einen Blick hinunter in den Abgrund. Wow. Erhaben. Echt erhaben. Kann man nicht anders sagen. Unser Blick schweift hinab, bevor wir uns umwenden und die Stadt weiter erkunden und herausfinden, was es dort alles noch zu entdecken gibt.